Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Experten-Talk im Format Colloquium Spirit. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mit diesem Format erhoffen wir uns, Horizonte zu öffnen, Bewusstsein zu öffnen und im Idealfall Ihr Herz zu öffnen für die unsichtbaren Dinge, die auch Einfluss nehmen auf unser Sein. Dazu laden wir uns immer Experten ein aus verschiedenen Welten, religiöse Welten, kulturelle Welten oder auch wissenschaftliche Welten und versuchen im Idealfall einen Konsens zu finden und ihnen auch anwendbare Strategien oder, es hört sich so verstandesmäßig an, also Tipps zu geben, die sie direkt umsetzen können. Wir schauen mal, was wir heute für sie finden. Meine Experten heute sind Dorothea Murri, Pfarrerin und Hypnosetherapeutin, Frau Dr. Med. Friederike Wichel, Ärztin an der Swiss Mountain Clinic und Gottfried Sumser, ein Kurs in Wundern. Lehrer, bleiben Sie dran, wir starten gleich in ein spannendes Gespräch. Ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, liebe Dorothea, liebe Friederike, lieber Gottfried. Ich muss es nochmal ordentlich sagen, ein Kurs in Wundern, Lehrer. Wunderbar, super. So, jetzt passt. Alles perfekt, danke. Okay, hat ein bisschen Freude in die Runde gebracht. Wir sprechen heute über die Kraft der Gedanken und wie wir aus dem Nichts Neues entstehen lassen. Da habt ihr alle aus der Arbeit mit Menschen Erfahrung und natürlich auch benutzt ihr das sicherlich für euch selbst. Es ist ja sehr einfach und wir alle haben es leicht in der Hand und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, wie einfach es ist, etwas Neues mit Kraft der Gedanken entstehen zu lassen. Darf ich mal bei dir anfangen, liebe Dorothea? Du bist Hypnosetherapeutin und da lässt man ja wahrscheinlich Dinge aus dem Nichts entstehen. Ja, und das ist so wirksam. Also normalerweise, wenn ich sonst mit meinem normalen Verstand etwas Neues entstehen lassen will, da kommt sehr oft der kritische Geist, der sagt, nein, das geht nicht. Oder es ging bisher nicht. Ja. Oder da hat jemand etwas dagegen. Oder was sagen meine Nachbarn und. Aber wenn man diesen kritischen Denker mittels Trance hinter sich lassen kann und tief eintauchen kann, dann kommen wir in diese Bilderwelt. Dann kommen wir eigentlich in diesen Bereich, wo unsere Seele zu uns sprechen kann. Und die Seele, die spricht in Bildern. Und was wir da dann uns erdenken, ist vielleicht nicht mal das richtige Wort, aber wenn wir eine Lösung suchen für eine Situation, wo wir im Moment in Schwierigkeiten sind, da, wenn wir uns dann diese Lösung nicht eben nur vorstellen, sondern bildlich sehen und diese Bilder dann auch einen Einfluss nehmen auf unsere Emotionen, wenn wir dann Freude empfinden und Selbstvertrauen, wenn wir dann wieder auftauchen mit diesen neuen Bildern, mit diesen neuen Lösungsansätzen, mit diesem neuen Selbstvertrauen, mit diesem Gefühl, dann es ist dann wie ein Wunder. Es macht einfach schnapp, schnapp, schnapp und Dinge lösen sich auf. Also Menschen, die Höhenangst haben, verlieren die Höhenangst. Oder Menschen, die irgendwie jahrelang irgendwie rauchen mussten und sich nicht vorstellen können, sich das jemals abzugewöhnen, die haben plötzlich überhaupt gar keine Lust mehr. Ja, es ist unglaublich. Ich bin richtig Fan von der Hypnose, ja. Ja, das glaube ich vor allen Dingen, weil ja eben da der Vorteil ist, du schaltest eben diesen kritischen Geist aus, diesen Verstand. Ja. Ne? Und hast da dann einfach einen leichteren Zugang, sage ich jetzt mal, ja, zu deinen anderen Welten. Ja, und zu den Ressourcen, genau. Mhm. Und wo man plötzlich auch merkt, man ist nicht allein. So, also man, wenn ich so in diese Seelenwelt eintauche und ich merke, ich brauche Hilfe, da ist entweder ein ressourcenreiches Ich, das ich selber bin, vielleicht ein zukünftiges Ich, das ich mir erfinden kann und das all diese Werkzeuge schon hat und die beherrscht, die ich eigentlich bräuchte, um ein besseres Leben zu kreieren. Und manchmal sind es auch Sekundärressourcen, also die Vorstellung von Gott kann auch helfen oder die Vorstellung von einem Engel. Also, ja. Und das ist dann dort fühlbar.
dass da irgendwie eine Hilfe ist, eine Kraft ist, die unterstützt. Das ist nicht bloß nur ein Gedanke, sondern das ist, wenn ich mir das so vorstellen kann, dann ist das. Ist ein bisschen wie so, wie wenn man noch wieder Kind ist. So, also als Kind ist man ja sehr suggestibel, da glaubt man ja auch an den Osterhasen. Also ich habe den Osterhasen auch immer gesehen. Und ich ging in den Wald und ich habe Feen und Elfen gesehen, weil ich so suggestibel war. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich gesehen habe. Aber wenn ich mir diese Eigenschaft als Erwachsene wieder zu Hilfe hole, dann hilft mir das tatsächlich. Es ist dann nicht nur eine Geschichte, die jetzt irgendeine mehr ist, also sich das herausstellt, sondern ich habe dann wirklich das Gefühl, ich habe Halt in meinem Leben und mit diesem Halt gehe ich dann meinen Weg. Mhm. Mit viel, viel mehr Sicherheit und Kraft und Mut. Es ist ja immer so, dass Hypnose nicht bei jedem gleich gut klappt. Machst du die Erfahrung in deiner Praxis auch oder gelingt es dir auf eine besondere Art und Weise, da wirklich jeden auf die Reise zu schicken? Du brauchst die Voraussetzung, dass du erstens willst. Also du musst etwas ändern wollen in deinem Leben. Also die richtigen Motive? Ja, aber, oder überhaupt ein Motiv. Also wenn du hinkommst in die Hypnose und du sagst, bei mir funktioniert Hypnose sowieso nicht und ich beweise dir, dass es bei mir nicht funktioniert, du willst recht haben. Die Kraft der Gedanken. Genau. Es ist die Kraft der Gedanken. Und das ist bei der Hypnose so sichtbar. Du brauchst Vertrauen. Den Prozess, also wenn ich keinen Rapport herstellen kann, wenn du mir nicht vertraust und das Gefühl hast, jetzt manipuliere ich dich, dann funktioniert es nicht. Mhm. So, also du brauchst den Willen, dich einzulassen und du brauchst Vertrauen und ein bisschen Glauben zulassen, dass die Bilder, die du siehst, dass sie wirklich auch wirksam sind. Mhm. Ja. Jawohl, okay. Kommen wir mal zu euch bitte. Liebe Friederike, ich fange mal bei dir an. Arbeitest du auch mit der Kraft der Gedanken in deiner Praxis? Also bei mir in der Sprechstunde mit den Patienten, ja, und aber auch bei mir selbst. Diese letzten Jahre dienten ja wirklich zu dem persönlichen Erwachen auch. Und ich habe neulich erst mir in den Finger geschnitten, einfach nur mal ein Beispiel auch für die Zuschauer, und habe sofort in meinem Kopf mich verbunden und einfach die ganze Situation nochmal durchgespielt, wie es gewesen ist, wie ich mir mit dem Messer, wie es geblutet hat und so weiter. Aber einen anderen Ausgang gegeben. Und bin von wenigen Tagen, weil wirklich diese tiefe Schnittwunde zu. Und das ist einfach so, also bedeutungsschwer eigentlich, wenn man sich klar macht, was schaffe ich eigentlich, was kann ich in mir erschaffen? Ich kann Wunden zum Heilen bringen, in Windeseile. Oder auch dieses schöne Beispiel, es gibt da diesen Film, Die Macht des Zufalls, glaube ich, heißt der, wenn ihr den gesehen habt. Da sind so verschiedene Beispiele auch, die gehen um die Kraft der Gedanken, wie zum Beispiel zwei Menschen sich gegenüber sitzen und dann mit einer, ja eigentlich nur mit der Kraft der Gedanken, Autos bewegen. Es gibt auch dieses Beispiel, was erwähnt wird, was mich sehr beeindruckt hat, wo man einfach Reis abkocht und dann in zwei Gefäße füllt und Kinder, oder? Kinder mit der Kraft ihrer Gedanken. Das eine wird mit Liebe beschwungen und das andere wird, boah, du bist dreckig, du bist eklig, du bist... Und der eine nach 4 Monaten fängt an, zu faulen und zu stinken und zu verwesen. Und der andere ist immer noch nach 4 Monaten wunderbar, genießbar. Alles nur über Gedankenkraft. Worte wurden nicht mal ausgesprochen. Und das versuche ich natürlich Patienten in der Sprechstunde mit auf den Weg zu geben, wenn ich im Parasympathikus bin, sagen wir immer. Ne? Also wenn ich innerlich zufrieden bin, ausgeglichen bin, in Harmonie bin, fröhlich bin, dann habe ich ganz andere körperliche Voraussetzungen, als wenn ich sage, ich bin Idiot, ich bin taugenichts, ich kann sowieso nichts. Und dann bin ich immer in Anspannung. Dann ist der Säbelzahntiger hinter mir. Dafür funktioniert mein Immunsystem nicht. Mein Blutdruck schießt in die Höhe. Ihr kennt das alle. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich auch meiner Krankheit gegenüber eine gute Einstellung habe. Mhm. Dass ich im Gottvertrauen bin und sage, hey, ich sage ja zu meiner Krankheit im Wissen, dass ich es selbst umdrehen kann. Indem ich die Botschaft verstehe, indem ich die Botschaft entdecke. Oder manchmal hat man die Botschaft nicht gleich, aber auf der Reise hin zur Gesundheit werde ich die Botschaft schon verstehen. Und dann helfen mir auch Tools wie Hypnose zum Beispiel oder dein Kurs, den du anbietest. Also
ist es ganz, ganz wichtig, dass der Mensch sich bewusst macht, dass das, was er innerlich denkt, dass das sich Wirkung in Materie hat. Genau, umwandeln kann. Mhm. Nutzt du in deiner Praxistätigkeit auch die Möglichkeit, dass man gezielt mit Gedanken an bestimmte Stellen im Körper geht und dort... Also, wir haben Therapeuten bei uns in der Klinik, die das machen. Ich bin da selber ja erst in dem Prozess, aber ich zum Beispiel habe mich jetzt dem Thema der Aurachirurgie gewidmet, ne? Was ja auch einfach Energiemedizin ist, wo wir in der Aura operieren können. Wow. Ne? Und kann ich dir die Gallenblase rausnehmen, ne? Kann ich deine Mandeln rausnehmen und was auch immer, kann Wunden verschließen, alte Kugeln von Schussverletzungen ziehen, die man vielleicht noch in der Aura trägt aus anderen Leben. Also auch das ist ja irgendwie dann wieder die Kraft der Gedanken, weil ich mache das ja, ne? Und nutze die Verbindung. Und der andere vertraut mir natürlich in dem Moment. Ne? Aber wir sind hier so ein Team bei uns in der Klinik, die sich alle weiterentwickeln. Und wir alle leben das dem Patienten auch vor, indem wir ihnen sagen, einfach mal den Blickwinkel ändern. Einfach mal die Ansicht ändern. Ne? Weil er eigentlich braucht es den Arzt ja gar nicht. Eigentlich kann der Patient, wenn er es verstanden hat, sich ja selber heilen. Es braucht ganz wenig, sage ich immer, wenn man gesund sein will. Ja, es ist nur aber schon immer noch hilfreich, weil man ja einfach meistens so den das berühmte Brett vor dem Kopf hat, ja, ne? Oder vor den Augen. Und wenn jemand eben einfach mal mit Abstand auf die Sache schaut und mal die richtigen Fragen stellt, sicherlich ja, auch. Den Impuls setzt. Ja, ne? Dass wir diese Brücke brauchen. Ja, also, um lesen zu können. Also diesem Team von Ärzten, das sich weiterentwickeln will, also dem würde ich mich gerne anvertrauen. Ja, ich auch. Also, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt beim Arzt war, aber da habe ich immer irgendwo das Gefühl, da sitzt dann eine Autorität, die alles weiß und da ist keine Weiterentwicklung. Ja? Und das finde ich natürlich sehr kostbar, was du da gerade hereingebracht hast für mich. Ich möchte nochmal zwei Aspekte, was Gedanken, wie ich jetzt sehe, aufgreifen. Zum einen können, wenn wir eine Krankheit haben, können wir diese Krankheit nutzen, um uns selbst zu zerstören, weiterhin uns mit der Krankheit zu beschäftigen, anstatt mit der Lösung. Ich bin krank und ich bin das Opfer und die Lösung ist einfach ein anderes Gedankengut, wo ich, okay, ich kenne die Lösung nicht, aber führe du mich. Ich möchte mich von der göttlichen Kraft führen lassen in die Lösung. Ich kenne die Lösung nicht, der Arzt übrigens auch nicht. Und deshalb finde ich das so kostbar. Ich kenne sie nicht. Hey, göttliche Kraft, führe du mich in die Lösung. Dann wende ich zum einen meine Gedankenkraft, das ist wirklich eine Kraft, ab von der Idee der Krankheit hin zur Lösung. Und dann beginnt mein Geist. Aus meiner Perspektive braucht nicht der Körper Heilung, sondern unser Geist. Denn der Körper ist das Werkzeug des Geistes. Und wenn ich den Körper krank halte, weil ich mich ständig auf die Krankheit, Krebs oder andere Diagnosen konzentriere, dann nehme ich die Lösung nicht an. Also ich kann durch meine Gedankenkraft die Lösung annehmen. Zum einen. Und zum anderen, wir haben, und das ist für mich elementar, also aus dem Kurs im Wundern ist das sehr deutlich, wir haben keine privaten Gedanken. Also das, was ich über dich denke, ich glaube ja, ich könnte, wenn ich mit dir im Konflikt bin, irgendwie denken, naja, du bist blöd und du hast den Fehler gemacht und ich, das sind meine privaten Gedanken. Aber jeder Gedanke, den ich denke, erfährst du unmittelbar. Und dann sind die Gedanken entweder trennend oder heilend. Entweder sind wir durch unsere Gedanken in Verbindung, das heißt in Liebe, oder ich bin in Gedanken in der Trennung. Noch einmal, jeden Gedanken, den ich denke, erfährt, und jetzt muss ich noch einen kleinen Schritt weitergehen, das ganze Universum. Und somit sind wir immer Lehrer für das ganze Universum. Also wir sind immer Lehrer für alle 8 Milliarden Menschen, die da sind. Wir sind Lehrer für jedes Lebewesen. Denn Geister, Spirit, ist verbunden. Wir sind verbunden. Und jeder Gedanke, den ich denke, der Potenzial, also jeder Gedanke wird 100-fach verstärkt, 1000-fach verstärkt und wird im Ganzen
morphogenetischen Feld, so nennt man es auch, einfach weitergegeben. Deshalb gibt es das Wunderbeispiel, das wunderbare Beispiel des 100. Affen, das kennt ihr. Und so müssen wir wirklich sehr achtsam sein mit unseren Gedanken. Du kannst einen Menschen, wenn du einen Menschen beobachtest, dann weißt du ganz genau, wie er denkt. Du weißt es ganz genau. Wenn du aufmerksam bist, weißt du ganz genau, wie er denkt. Trägt er die Gedanken der Liebe in sich, dann leuchtet er aus sich heraus, ohne dass er darüber sprechen muss. Und jeder ist angesteckt von der Liebe. Trägt er die Gedanken der Trennung in sich, spürt das auch jeder. Und du fühlst dich mit ihm sympathisch, mit dem sympathisch und oder unsympathisch. Aber wir müssen sehr, sehr, sehr achtsam sein mit unseren Gedanken. Du siehst es ja sogar am Gangbild, an der Mimik und an der Gestik, wie jemand denkt, oder? Mhm. Also das ist eigentlich, das kann man gar nicht wirklich verbergen. Ja. Ich danke dir sehr übrigens für den Impuls. Also du sagtest, jeden unserer Gedanken erfährt auch das Universum. Das ganze Universum. Ich habe die letzten Monate ganz besonders wirklich Sorge darum. Sorge ist auch wieder doof bei der Gelegenheit. Aber es treibt mich um, sagen wir es mal so, was jeder Einzelne von uns über unsere Gesamtsituation denkt, über unsere weltliche Situation, also welche Sorgen jeder Einzelne hat. All diese Sorgen nähren das Feld. Ich bin Teil dieses Felds. Die Sorgen kommen bei mir wiederum an, je nachdem, ob ich resonanzfähig bin dafür oder nicht. Aber eben, ich glaube, dass, wie du schon so schön sagtest, jeder Einzelne von unseren Gedanken erreicht das Universum und erreicht das Feld. Du willst was sagen? Ja. Schieß los. Das brennt noch so in mir, ja, ganz kurz, um es abzu. Wenn ich sage, wir haben keine privaten Gedanken, dann möchte ich die nächste Frage aufbringen. Wer denkt eigentlich? Ja. Wir glauben ja, unser Gehirn denkt. Stimmt das wirklich? Oder ist unser Gehirn einfach nur eine Empfangsstation auf die Frequenz, wie ein Radiosender, wie ich mich eingestellt habe? Ich glaube, wir sind einfach nur eine Empfangsstation, nehmen bestimmte Gedanken auf, die mir entsprechen. Die Welt ist blöd und die Politik auch. Oder du bist schön und du bist nicht schön. All diese Kategorien. Und wir können uns ja einfach darin üben, welche Gedanken möchte ich noch empfangen. Und dann kann ich meinen Geist und mein Herz für die Liebe Gottes öffnen. Und ich empfange die Gedanken bzw. die Energie oder die Kraft Gottes. Und dann bin ich nicht mehr von all diesem Gedankenwirrwarr abhängig und ich bin nicht mehr darin involviert, sondern jetzt werde ich als Kanal Gottes für das ganze Universum hilfreich sein. Also ich stelle mir das immer so vor, wie wenn ich ein Radiosender wäre. Oder so. So, da kann ich mich wie eintunen und da kann ich wählen, will ich jetzt irgendwie klassische Musik hören, Popmusik, irgendwie Heavy Metal oder so. Und da kann ich mich eintunen. Und wenn ich mich in die Freude eintune, dann komme ich tatsächlich, habe ich das Gefühl, ich werde inspiriert von Freude. Und ich finde dann diesen Gedanken, dass alle Gefühle, dass alles, was je schon mal gesagt und empfunden und getan worden ist, dass das irgendwie im Gedächtnis Gottes irgendwie enthalten ist. Steht auch in der Bibel irgendwie so Texte wie, ich sammle deine Tränen in einen Krug oder man spricht auch von der Akasha-Chronik oder was auch immer. Eigentlich sind sich da viele Kulturen einig, dass das ganze Wissen gespeichert ist. Und das ist so schön, ein Teil dieser großen Matrix zu sein und einfach zu wissen, ich kann mich eintunen in die Liebe oder in die Freude und in die Lösung. Und das ist dann nicht mein Wissen, das kommt, sondern es ist irgendwie das gesamte Wissen, das der ganzen Schöpfung seit jeher, wo ich anzapfen kann. Und da denke ich mir dann oft, dass Gott mitlernt mit uns. Mhm. Also ich habe dann das Gefühl, ich sei wie ein Tentakel Gottes. Jeder von uns sei ein Tentakel Gottes und macht Erdenerfahrungen, lernt wieder Neues kennen mit neuen Möglichkeiten, die wir heute haben. Organtransplantation haben wir oder künstliche Intelligenz oder was auch immer, was heute möglich ist, was nie möglich war. Und das sammelt Gott mit uns Erfahrungen. Und auch da gibt es wieder dieses Trial and Error. Und dieses Wachstum geht einfach immer weiter. Und so wie das Universum auch wächst, bin ich sicher, wachsen wir auch und wächst Gott mit uns. Ja,
Frage dazu drängt sich mir hier noch auf. Muss ein Gedanke, der gedacht wird, muss das Potenzial über diesen Gedanken nicht möglicherweise schon vorhanden sein? Wie meinst du? Also, damit etwas gedacht werden kann, muss nicht energetisch schon etwas in der Form da sein. Man sagt ja immer ganz gerne, weil sich viele Spielfilme, die Szenarien beschreiben, wo man dann später sagt, ah ja, das ist jetzt genauso passiert, wie es jetzt geschehen ist. Ne? Also man könnte doch dann davon ausgehen, dass hier der Regisseur oder der Filmeschreiber, der das Konzept oder das Drehbuch geschrieben hat, da möglicherweise schon etwas aufgeschnappt hat, was an Potenzial schon da war, aufgrund eines gedanklichen Potenzials, mehrheitlich gedacht oder was auch immer. Ich denke auch, dass wir neue Potenziale schaffen können. Okay. Also ich denke teils. Zum Teil war es schon da und ich denke schon, dass es immer wieder neue Gedanken geben darf, neue Potenziale. Ich glaube, ich muss mich einfach auch öffnen, oder? Ich muss mich öffnen und diese Gedanken zulassen. Ich muss mit dem Feld, mit dem Universum in Resonanz gehen, dass es kommen darf. Ich kann ja auch, Kraft der Gedanken ist ja auch Intuition, Telepathie, ne? Wie oft passiert das, dass eine Mutter irgendwie plötzlich den Gedanken hat, scheiße, mein Kind geht's nicht gut, 1000 Kilometer Entfernung und es ist so. Ne? Ja. Und da tauschen sich auch irgendwie zwei Gehirne, zwei Bewusstseine aus, ne? Über die Gedanken. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach sich nur auf Empfang stellen. Ja. Und vielleicht, also das, was wir hier jetzt als Gedanken bezeichnen, auch wissenschaftliche Gedanken oder was auch immer, das ist nur die Oberfläche. Okay. Das ist nur der Schaum. Der Schaum, der sich auf dem Meer bildet, weil irgendwelche Wellen niedergehen. Wir sind nicht der Schaum. Mhm. Wir sind nicht die Welle. Wir sind nicht der Bereich, der noch von Licht erfüllt wird, also von Sonnenlicht erfüllt wird. Wir sind die Tiefe des Ozeans. Und wir wissen wenn wir über Gedanken sprechen, sind wir meistens an der Oberfläche. Unsere Gedanken erschaffen das, was wir jetzt erfahren. Also es würde jetzt zu weit gehen, aber ich möchte es trotzdem kurz hereinbringen, ohne eine Überforderung hereinzubringen. All das, was wir befinden uns jetzt in einem Gebäude. Das sind Kameras, das sind Lampen. Wir sind umgeben von den Schweizer Bergen mit einem wunderbaren Ausblick. Die Sonne scheint. Es wird nicht erschaffen durch ein äußeres Potenzial, sondern durch unsere unbewussten inneren Gedankenkräfte. Mhm. Und dieser Raum, in dem wir jetzt sind, ist nur deshalb für uns existent, weil unsere Gedanken ihn zusammenhalten. Denn es gibt schlussendlich keine Materie. Mhm. Es gibt nur Energie, es gibt nur Potenzial. Und wir haben uns abgestimmt, dass dieser Raum jetzt so aussieht, wie er aussieht, dass eine Krankheit so aussieht, wie sie aussieht. Ja. Und es dreht sich darum, darüber hinaus zu wachsen, über die Formebene, durch die Führung, durch die innere Führung einer höheren Instanz. Ich spreche es immer wieder an, um uns etwas anderes zu lehren. Hey, das ist nicht wahr. Ja, jedes Ding, das ich betrachte, jeden Baum, jeden Tisch, es ist einfach nur, es gibt den Ausspruch, wenn du das ganze Universum, alle Planeten zusammennimmst, die Materie dessen, würde es in einen Fingerhut passen. Mhm. Und wir definieren uns immer noch über die 0,00001% Sicht, die wir haben und glauben, das ist eine Krankheit, die ist unheilbar. Ah ja, der Gedanke, das ist unheilbar. Wie wäre es, wenn wir all dies aufgeben, die Ärzte wie die Klienten? Es gibt keine unheilbare Krankheit. Es gibt einfach nur Potenziale, die wir herbeiführen können, indem wir uns der göttlichen Ordnung öffnen. Mhm. Sehr schön, danke für den Beitrag. Wir denken ja alle, also den lieben langen Tag mal grob abgerundet oder aufgerundet, 60.000 Gedanken. Das ist enormes Potenzial und die meisten davon eben einfach unbewusst, also weil 60.000 Gedanken am Tag, wir haben ja noch was anderes zu tun, als nur zu denken. Bist du sicher? Ja, du stimmst, du sagst ja, Materie ist, ja, okay. Ja. Aber habt ihr vielleicht
zur Abrundung dieses Gespräches noch für unsere Zuschauer einen Tipp, wie wir mit unseren Gedanken tagtäglich am besten umgehen könnten, also damit wir gut über den Tag kommen und nicht so viel negatives Potenzial haben? Ich glaube, ich muss erstmal, darf jeder Einzelne für sich sehen und fühlen, bin ich jemand, der immer irgendwie negative Gedanken im Kopf hat, obwohl ich das Wort nicht so mag, aber einfach destruktive Gedankengänge. Oder dass man sich mal zuhört beim Denken, oder? Genau, dass ich mal wirklich beobachte, tue ich auch ganz viel bewerten. Ne? Ja. Das ist ja auch so. Ich bewerte ja ganz oft mein Umfeld und lenke dabei von mir selber ab. Oder bin ich jemand, der einfach fröhlich, singend, lachend durch den Tag geht, dann bin ich per se schon jemand, der sicherlich immer in einer positiven Gedankenstruktur ist. Und das wäre einfach wichtig, dass man das mal erkennt und dass man das dann vielleicht übt. Mhm. Einfach mal vielleicht nicht zu werten. Den Gedanken mal, wenn er irgendwie negativ kommt, einfach vielleicht mal so, wie wenn man meditieren, dann sagen doch die ganzen Bewusstseinsleger immer, schieb den Gedanken einfach weg oder atme ihn aus. Dass man sich einfach mal darin übt. Ne? Ja. Einfach mal üben. Und dann verändert sich vielleicht schon ganz viel. Mhm. Hast du auch einen Tipp, Gottfried? Viele. Zwei. Ja, also ein Tipp, ja, es ist zum einen, also wir können uns ja jetzt ausdenken, okay, also wenn, dann höre ich auf zu denken. Ne? Denke jetzt dann an keinen orangenen Esel. Wem ist das schon möglich, nicht genau, zu denken? Genau, also dieses Nichtdenken funktioniert nicht, aber deshalb möchte ich das aufgreifen. Ja? Gedanken sind wie Wolken, sie kommen und gehen. Ich kann daran haften. Ich kann an einer Wolke, die ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und sie ist eigentlich schon vorbeigezogen, aber in meiner Erinnerung war diese Wolke ganz wichtig. Ich wurde verletzt, ich wurde betrogen, das war schön. Ich lasse die Wolken einfach nur vorbeiziehen. Ja, und dann kann es durch, also dann gehen die Gedanken durch mich hindurch, aber ich gebe ihnen keine Bedeutung mehr. Jawohl, keine Bewertung. Wir müssen einfach nicht alles bewerten. Keine Bedeutung. Ich muss nicht bewerten, wenn es regnet, Scheißtag. Ja. Oder? Genau. Sondern vielleicht auch dankbar sein dafür, dass Regen vom Himmel kommt und die Natur nährt. Okay, Dorothea. Ich möchte ein Erlebnis teilen. Es ist etwa 2 Jahre her, wo ich so an einem Meditationsretreat war. Und da bin ich einfach mal 8 Stunden lang gesessen und habe meine Gedanken beobachtet. 8 Stunden. Und es war zum Kotzen. Es ist mir wirklich so aufgefallen, es war wie ein Karussell. So, weißt du, ich war in der Mitte und dann kam dieser Gedanke, gefolgt von dieser Emotion, gefolgt von dem Gedanken, gefolgt von dem. So. Und das hat sich, natürlich, es waren viele, 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 viele Gedanken, aber ich habe dann gemerkt, durch dieses viele Sitzen, es waren immer dieselben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Dorothea, du bist nicht frisch. Es ist überhaupt nichts frisch. Ich habe mich so gelangweilt. Es war unglaublich langweilig. Und da habe ich wirklich gemerkt, hey, ich muss in neue Räume vorstoßen. Ich muss neue Dinge ausprobieren, neue Menschen kennenlernen. Also ich muss irgendwie dieses Gedankenkorsett sprengen, weil es ist so konditioniert. Und alles, was ich dachte, ich bin so besonders originell, überhaupt nicht originell. Einfach nur konditioniert. Nur konditioniert. Ja, nur konditioniert. Und das mal zu sehen, es hat mich so viel mutiger gemacht. Also ich denke, der Grund, warum ich jetzt hier sitze, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, warum ich jetzt all diese Dinge tue, die ich jetzt tue, hängt damit zusammen, dass ich mich so gelangweilt habe ob mir selbst. Danke für den Hinweis. Unsere Gedanken kreieren unsere Welt, ne? Also unsere eigene und darüber hinaus. Und dass Gedanken funktionieren, also ich finde es einfach immer sehr beeindruckend, das Beispiel, wenn ich mir nur vorstelle, ich habe eine frische Zitrone, ich schneide die auf und ich schaue sie mir ein bisschen an und dann beiße ich herzhaft hinein und dann merke ich, vielleicht auch der Zuschauer, ich habe es jetzt ein bisschen schnell erzählt, aber dann merkst du, wie der Speichel zusammenläuft und dann, das ist für mich das deutlichste und das einfachste Beispiel, wo ich sehe, Gedanken verändern sofort etwas und sofort auch etwas Physisches. Und deswegen sollten wir wirklich achtsam sein mit unseren Gedanken. Ich danke euch, danke für euer Hiersein, für eure wertvollen Beiträge, für euer Wirken letztendlich, auch für andere Menschen. Ihr macht sicherlich nicht nur euer eigenes, sondern auch das Leben anderer Menschen besser. Zumindest verhelft er ihnen dorthin. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ihr unserem Sender dient, auf diese Art und Weise, dass ihr in den Interviews präsent seid.
Ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Seien Sie achtsam bitte mit Ihren Gedanken, denn Sie bestimmen Ihre Realität und Ihre Zukunft. Und seien Sie vor allen Dingen liebevoll. Denken Sie liebevolle Gedanken über sich und über die Welt. Mhm. Und so verändern Sie wirklich entscheidend. So haben Sie es selber in der Hand und müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand anders es tut. Es tut eh niemand für uns. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen das Allerbeste im Namen meiner Gäste und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, auf Wiedersehen.